Ja, da bin ich auch schon wieder und beginne auch gleich mit dem Building. Da brauchen wir erstmal eine Small Rack. Was war das jetzt mit dem Weißen, bitte schön? Keine Ahnung. Egal, da brauche ich jetzt mal ein Small Gebäude für die Workbench. Mal gucken, wo hau ich die denn hin? Wo hau ich das denn hin? Mal überlegen, wie mache ich das dann? Wenn ich es dahin mache? Nee. Da oben vielleicht, das ist die Frage. Wenn ich da unten die. Ah, okay. So müsste. Ernst? So sieht es doch gut aus. Ja, da baue ich das allererste Gebäude hin. So. Bauplan gegeben. Das, so sieht es dann aus, wenn man ein Gebäude bauen will. Und jetzt gebe ich natürlich, die was halt die Materialien haben, die setzen es dann gleich rein. Also die adden automatisch die Materialien dazu. Das steht halt 0 von 15. Gleich sind es 3 von 15 und so weiter und so fort. Die anderen gehen auch gleich automatisch mit dem Bauen. Und jedes Mal, wenn Materialien gebraucht werden, gehen sie halt automatisch hin und setzen sie ran. Jetzt setzen wieder die Auto also wieder die Materialien. So, 6 von 15. Ja, es geht halt natürlich jetzt extremst schnell, auch dadurch, dass ich den Chimbay dabei habe, was natürlich den ultimativen Skill hat. Ich habe eigentlich jetzt nicht mal abgezählt, wie viel Materialien ich jetzt überhaupt dabei hatte, weil eins weiß ich, ich habe zu wenig Materialien, das ist klar, ja. Aber egal. Yeah. Your Outpost Faction Nameless. Also, ich habe mir noch keinen Namen gemacht, deswegen halt noch Nameless. Aber das kommt schon noch, das kommt schon noch. Und ich glaube jetzt, ich glaube, ich habe sogar zu wenig Materialien, dass ich mir dann noch die. Nee. Ah, nee, es geht sich aus für die Workbench, also fürs Labor. Aber für alles andere habe ich halt dann nicht mehr genügend Platz, das ist das Problem. So, ist gleich fertig. Lol, 14 von 15. Okay, warum auch nicht? Einmal noch. Einmal noch. Ah, jetzt hoffe ich nur, dass sich das Labor jetzt noch ausgeht. Mal gucken. Wo habe ich denn noch? 3. Ah, 5. Geht sich ganz genau aus. Also, das ist schon mal gut. Du mach mal die Tür auf. Und rein da. So, Build, Tech, Research Labor. Mal gucken, wie mache ich das dann? Setze ich es einfach dahin oder? Oder ich setze gleich am Eingang und hau dann da hinten dafür lauter Lagerkisten und so rein. Das könnte ich auch machen. Ja, so lasse ich's. Weil dann habe ich da alles voller Lagerkisten und da gleich am Eingang ist halt dann das Labor. Kann man lassen. Und alles gleich mitbauen, bitte. Und der Chimbay ist dann mein Erforscher, der was dann gleich mal alles researchen darf. Tech gehe ich auch gleich. Outpost Startup Kit, das ist das erste, was ich brauche. Das ist das Wichtigste auch. Bed, Simple Training Dummy, Small House, Upgrade, Public Seal, Industry. Naja, Small House ist dann auch noch wichtig und Betten und Trainingsdummies. Ja, mach ich mal so. So, das war alles erledigt. Und Chimbe, du bist aber jetzt der Forscher. Jetzt habe ich ihm den Forschungsauftrag gegeben, dass er immer forscht. Und ja, die Forschungsanimation ist ein bisschen eigenartig. Bitte gehen jetzt hin, damit es wenigstens nach irgendwas aussieht. Und ja. Hätte man besser machen können. Währenddessen, ja, jetzt muss ich eigentlich eh warten. Also, bis das abgearbeitet ist, muss ich warten. Schicke ich mal alles schön in die Hütte rein. B-b-b-b-b-b. Oder ich könnte, mal gucken. Katan, das ist in diese Richtung. Wie gehe ich nach Katan oder nach Brink? Ich glaube, ich gehe nach Brink.
und hol mir noch ein paar Ausrüstung, also ein bisschen Materialien. Die ganz langsamen, also die starken, lasse ich mal zurück. Salomir kann mal seinen Rucksack abgeben. Loot. Ah, du bekommst mal die coole Hose. Und natürlich die Backpack. So. Okay, ihr bleibt mal da, ihr beschützt ihn und ihr geht dann Richtung Stadt und kauft dann ein. Ihr bleibt dann mal im Haus drin, das bleibt sich wurscht. Und mal gucken, diese Richtung. Hoffe ich nur, dass ich jetzt keine. Oh. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Das wäre jetzt fast schlecht ausgegangen für mich. Es wären doch nicht so unbedingt gut, wenn gleich von Anfang an Banditen mir nachlaufen. Obwohl. Naja, kommt drauf an. Ich glaube eh nicht, dass. Ja, egal. Ich verpasse mich mal in die nächste Stadt. Ja. Da müsste es hier ungefähr sein, da bei dem Berg. Also, ich glaube, ich sehe schon die Umrisse von der Mauer. Da gehe ich gleich mal einkaufen. Shopping-Tour, wie man so schön sagt. Und hoffe mal, wer weiß, vielleicht finde ich ein Leichenfeld, das wäre auch sehr praktisch. Könnte ich noch ein bisschen Geld machen und hätte dann noch ein bisschen mehr übrig, um es in weitere Ressourcen und Truppen zu investieren. Aber für den Anfang. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich glaube, da bildet sich schon die Mauer. Oder muss ich links? Ich bin gerade am Überlegen. Es könnte auch sein, dass ich jetzt. Ah, nee, da links ist die Mauer. Da muss ich rauf, also da in der Mitte. Währenddessen, das wird noch erforscht. Das dauert jetzt noch lange. Stonewall kann ich dann auch gleich mal, dass ich die allererste Defense bekomme. Das ist auch sehr wichtig. Ja, da ist die Stadt. So. Schön in der Nähe, das ist auch sehr praktisch. Da, your outpost, das ist sowieso auch das Coolste. Yes. Mitternacht ist schon wieder im Spiel. Day 186. Ich frage mich sowieso, wie das dann ablaufen wird, ob es dann auch solche Zeiteinstellungen gibt, wie zum Beispiel Schwierigkeitsgrad, dass man entweder vom Day 1 nach, keine Ahnung, nach was das geht, dann Day 1 nach der Katastrophe, wo alles zugrunde gegangen ist, oder dann Day 2 oder Year 3, Year 1 und so. Und dass halt dann auch sich die Schwierigkeit so einstellt, inwiefern halt Materialien da sind, Städte schon gebaut wurden, etc. etc. Wäre sicher cool, wenn sie es so tiefgängig machen würden, aber ja, ich glaube nicht, dass das so ist. Moment mal, das ist ja die Stadt, vor der ich gestartet bin. Jetzt bemerke ich es erst. Bin ja auch so ein Schnellchecker heute. So, geht mal darüber. Die haben ihren halbwegs Wohlstand. Lal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 a. Rein da. Gleich mal einkaufen. Ah, verdammt, nicht genügend Geld. Scheiße, das ist jetzt. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Jetzt muss ich mal ein paar Banditen anlocken oder so und um ein bisschen Geld zu machen. Scheiße, 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 das habe ich jetzt übersehen. Ja, ist ja logisch. Ich habe ja über 2000 ausgegeben für einen Chimbei. Das war doch ziemlich teuer. Aber da hinten waren eh die Banditen. Oder ich gehe in diese Richtung. Das sind. Nee, gehe ich da runter. Ah, verdammt. Das Geld. Das wichtige, wichtige Geld. Das A und O einer jeden Siedlung. Mal gucken, sind das. Ja, da hinten sind Banditen, die locke ich gleich mal an. Runter da. Die kann ich mir holen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Gutes Timing, muss ich schon sagen. Ich hoffe nur, dass die auch wirklich wertvolles Zeug dabei haben. Und dass auch wirklich viele sind. Weil erstens, ich kann dann den Skill ein bisschen steigern von denen. Und wer weiß, vielleicht habe ich Glück und die hauen eine Wache um. Dann kann ich die Wache auch noch plündern. Ja, das sind eher zu wenig. Aber das Geld, was ich brauche, würden die mir schon einbringen.
Hallo, 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 hallo. Kommt her. Ja, kommt ihr her? Ja, kommt ihr her? Ja, komm schon. Putz, 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 putz. Hui, hui, hui. Alles mir nach. Ein bisschen provozieren. Dann laufe ich jetzt schon in die richtige Richtung. Ja, da bin ich. So, ein bisschen darüber. Dann darauf. Ja, das sind schon richtig schön viele Banditen. Das gefällt mir. Die anderen Banditen habe ich aus Versehen abgehängt. Da muss ich schnell wieder poolen. Das darf nicht sein. Dem brauche ich jetzt alle. Da ist, zählt wirklich jeder Penny. Komm schon. Feinde sind hier. Hallo. Ja, da. Kommt ihr her. Ja, haut den Händler um. Los. Macht mir den Gefallen. So, tut mir den Gefallen. Jetzt, und ja, jetzt könnt ihr auch ein bisschen raufskillen. Bisschen rumhacken. Wer weiß, vielleicht habe ich Glück und die hauen den Händler wirklich um. Das wäre wirklich praktisch. Währenddessen trainiere ich jetzt auch noch jeden von denen, von meinen ganzen Rookies, könnte man sagen. Wow. Ganz schön viele Ninjas, die sind jetzt auch schon wieder alle da. Ja, aber nee. Der Trader, der ist ein bisschen stärker. Okay. Okay, die steigern sich auch alle im Angriff extremst auch noch. Also das ist wirklich praktisch. Sogar er hat jetzt auch schon plus 1. Und minus 9, dank dem Rucksack, super. So, tötet ihn. Von hinten abgestochen, es geht doch. Ja, der Leaf, der hat einen Zweikampfduell anscheinend. So, der nächste wäre umgefallen. Und jetzt habe ich es. Dann noch alles schön verarzten. Und dann schön plündern. Plündern, plündern, plündern. Hast du keine Medikits? Schon hast du, aber irgendwie willst du nicht mediken. So, ihr verarztet die anderen. Jeder verarztet jeden. Ansonsten, die haben eh alle Brustrüstung. Dann lasse ich mal alles mit ihm aufsammeln. So, schöner Helm. Schön teuer, schön wertvoll. Hey, Schuhe. Okay, Beute Nummer 1. Beute Nummer 2. Man weiß ja nie. So, Beute Nummer 3. Eine Brustpanzerung wäre auch praktisch. Könnte ich eigentlich ihm gleich anziehen. Die hat er noch gar keiner. Hui, gute Schuhe. So, noch ein paar teure Sachen. Da oben, der hat auch noch ein bisschen was. Das ist auch gut. Lauter gutes Zeug heute. Wow, gleich noch so ein Helm. Oh, noch mal solche Boots. Das ist echt praktisch gerade. Das lasse ich mal mit ihm holen. Hat eh auch keine Schuhe. Und der nächste. Ah, das auch noch. Ja. So, jetzt teile ich noch das Zeug auf, was ich eher brauche, was ich selber brauche, wie zum Beispiel Schuhe. Du heilst dich lieber noch. Leaf, du gibst ihm mal ein paar Schuhe. So, nochmal die guten. Das lasse ich mal. Der Helm, den verkaufe ich. Gut. Gleich wieder zurück in die... kann ich ja nicht gleich da verkaufen. Das habe ich komplett übersehen. Das ist ja ein Händler. Das ist sehr praktisch eigentlich. Ach, komm schon, Lade. So, geht doch. Der hat auch genügend Geld. Alles mal loswerden. Genügend Geld, aber nicht genügend Platz. Komm schon, ein bisschen was noch.
Nee, da ist jetzt voll. Nee, den setze ich nicht auf. Zahlt sich nicht aus. Mal gucken, wie geht's denen? Ja, okay. Die waren ein bisschen faszinierend. Das ist halt nur wohl ein bisschen buggy noch. Gehe ich zuerst mal da weiß ich, oder nee, gehe ich gleich in die Handwerkshalle rein. Da kann ich dann gleich alles mit denen verkaufen. Ups, nicht Map, Tech. Starter-Kit ist gleich fertig, das ist auch gut. Ich glaube nicht, dass du noch irgendwas hast, aber schauen. Ja, genau, kann ich gleich einkaufen. Du kannst auch gleich. Materialien brauche ich eh so viel wie nur möglich. Für den Anfang halt. Später kann ich es dann eh selbst produzieren. Das ist halt das Praktische. So, da ist noch der Carb. Da müsste ich eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, genügend Materialien haben, um alles bauen zu können, was wichtig ist. Okay, weg. Rüber damit. Wo ist der mit dem Rucksack? Da ist er. Der ist halt jetzt ganz langsam. Mal ein bisschen beschleunigen. Die Zeit muss ich mir nehmen. So, jetzt ist er mit dem Rucksack da. Dann kann er den Rest noch verkaufen. Autoorientierung, also Auto ordnen. Und alles aufkaufen. Ja. Das müsste eigentlich jetzt. Ja, ich lasse mich überraschen. Normalerweise müsste das jetzt genügend Baumaterial sein. Da dürfte ich kein Problem haben. Dann kann ich noch schnell in die Bar vorbeisehen, ob ich da noch irgendwo einen neuen zum Anheuern finde. Je mehr, desto besser, heißt es ja. Nee, da habe ich nichts mehr. Ich glaube, das ist auch noch nicht so drin, dass sich irgendwie mit der Zeit das wieder auffällt. Also da kann ich wirklich nur, es ist, glaube ich, festgelegt, wie viele Leute man maximal anheuern kann. Das ist, glaube ich, nicht so offen, noch nichts. Aber egal, damit kann ich leben. Euch gebe ich dann den G-Befehl, damit ihr euch nicht gegenseitig davonläuft. Leider ist jetzt einer von euch nicht mehr ganz so schnell. Aber das macht mal nichts. Die Banditen kamen mir echt wirklich zurecht. Also das kam wirklich gut gerade. Da hinten, das sind keine Banditen. Leuchtet nichts rot auf. Bis da, das wird ein bisschen dauern, bis ich da ankomme. Ja. Huh. War eine gute Folge. Guter Einstieg im Bau vom Außenposten. Habe jetzt auch dann genügend Materialien und dann hoffentlich auch genügend Geld, damit ich den Rest auch alles baue. Damit sollte eigentlich der erste Schritt zum Außenposten getan sein, weil es ist halt so noch in dem Spiel. Es ist halt immer noch in der Beta-Phase und es ist noch nicht mal annähernd alles drin, was drin sein wird, weil ich habe mich jetzt auch noch ein bisschen erkundigt. Es gab auch schon Zeichnungen, weil später wird es dann anscheinend wirklich Ruinen und so Zeug geben. Da will ich dann schon nochmal darauf schauen. Vielleicht ist da schon irgendwas angedeutet oder vielleicht haben sie schon mal was bei der. Obwohl bei dieser Map haben sie, glaube ich, noch nichts gemacht, aber ich will mal gucken, was da hinten alles ist. Da war ich noch nie. Aber was ich so gesehen habe auf der offiziellen Homepage, was ich natürlich auch dann in der Beschreibung verlinken werde, ist, dass sie einiges geplant haben. Also die sind schön am Rumwerkeln, auch das mit den Ausbrüchen und so, anscheinend auch, dass man da mal ins Gefängnis kommen kann. Nicht nur das mit den Kannibalen, sondern auch mit anderen Fraktionen. Mit Sicherheit solche Tempelruinen werden dann auch kommen. Es sollte eine richtige Storyline auch noch reinkommen. Was ich so mitbekommen habe, wo irgendwie das mit Artefakten erklärt wird, warum eigentlich der ganze Planet auf einmal eine fette Wüste ist. Und ich bin da schon wirklich gespannt drauf, wie das eigentlich alles aussehen wird, wie das alles kommen wird und wie lange es eigentlich auch noch dauert, bis dann eigentlich die neue Map kommt, weil die wurde Ende letzten Jahres noch versprochen, also kurz vor Weihnachten, Silvester.
haben sie zwar noch nicht geschafft rauszubringen, aber nee, was versprochen ist, ist versprochen. Das hoffe ich halt, dass sie dann das auch halten und bald mal bringen. Darauf freue ich mich echt schon. Und damit mit dieser Wandertour Richtung Homebase verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gefallen wie alle anderen, vielleicht sogar noch mehr. Cool wär's. Hab sogar Dexterity dazu bekommen. Und sage ciao Leute, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen.